Gestern vor einem Jahr saß ich bei den Potsdamer Schlössern und wurde musste darlegen, wie ich es mir vorstellen könnte, dieses Projekt zu Tisch zu gestalten. 3 Tage später kam der Anruf, ich dürfte die Projektleitung übernehmen. Und ich kann Ihnen verraten, es war eins der spannendsten Jahre meines Lebens, ist es immer noch. Also ich bin des Dankes voll, jetzt mal ganz privat, aber auch insgesamt für den Verein Schlösser und Gärten in Deutschland. Und den will ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Das wird vielen nicht sagen, dass Deutschland ein Land der Burgen, Schlösser, Klöster, herrschaftlichen Gärten ist. Das wissen wir, das haben wir der Kleinstaaterei zum Teil zu verdanken. Heute lieben wir es. Und die sind zum Teil Einzelkämpfer. Vor allem die kleineren Schlösser im privaten Besitz. Dann hat sich der Verein gebildet, 2012, der den Schlössern, Burgen, Gärten eine Stimme geben will. In diesem Verein sind fast alle deutschen staatlichen Schlösser vertreten. Also es gibt in fast jedem Bundesland eine entsprechende Organisation mit staatlichen Schlössern. Es sind kommunale Schlösser vertreten und es sind private Schlösser vertreten. Da haben wir also vom UNESCO-Weltkulturerbe Sanssouci nach Heidelberg, Burg Hohenzollern, Insel Mainau, aber auch kleine Schlösser wie Branitz hier bei Cottbus sind in diesem Verein vertreten und sie wollen zusammen sich austauschen, sie wollen untereinander sich vernetzen, Erfahrungsaustausch betreiben, aber auch eine Stimme nach außen bilden, um zu zeigen, wie wichtig dieses nationale Kulturerbe, Schloss, Garten, herrschaftlicher Garten und Burg ist. Es gibt auch Klöster dabei, Kloster Malbronn zum Beispiel oder Seligenstadt, die gehören ebenfalls dazu. Jetzt haben sich rund 65% der Vereinsmitglieder zusammengetan und haben beschlossen, innerhalb von Sharing Heritage einen Antrag zu stellen und ein Projekt zu kreieren, um nach außen zu treten. Man hat überlegt, was haben wir für Themen, auch europäische Themen, ist bei Schlössern überhaupt kein Problem, man könnte mit Musik kommen, mit bildender Kunst kommen, darstellende Kunst, Baukunst, es gibt alles. Wir haben uns entschieden dafür, auf Essen und Trinken einzusteigen. Essen und Trinken ist etwas, wozu jeder einen Bezug hat, wozu jeder etwas sagen kann, Erfahrung hat, emotional ist und das geht in alle Schichten und das war uns wichtig, dass man also nicht nur ganz oben angesiedeltes Kulturpublikum hat, sondern wirklich in die Breite dieses Projekt vermitteln kann und zeigen kann, was die Schlösser an Kulturerbe bieten. Man kann es unmittelbar aufs konkrete Denkmal beziehen, also es wurden Orangerien geöffnet, Weinkeller, königliche Küchen, Speisesäle, Silberkammern, es wurden Tische und Tafeln eingedeckt, werden es immer noch bis zum Ende des Jahres und es gab zum Beispiel auch Picknicks beim Summit hier in Berlin im Juni, das große Picknick im Park von Schloss Sanssouci, um den Leuten zu zeigen, so war es an der höfischen Tafel, so fühlt ihr euch. Wir konnten auch zeigen, wie die kleine Eiszeit war. Denn in diesem heißen Sommer waren es genau die kalten und regnerischen Tage und trotzdem sind hunderte von Leuten gekommen. Bei all diesen Veranstaltungen ist eins klar geworden, wir sind europäisch. Ich zeige es hier noch mal ein bisschen, ich habe meine Charts jetzt fast vergessen, aber will Ihnen doch das zeigen. Es waren sind über 1000 Veranstaltungen, die stattgefunden haben und wir sind europäisch, das wurde ganz deutlich. Adlige Familien haben quer durch Europa geheiratet. Es gab Missionierungsgedanken, es gab bei den Klöstern Sicherungen. Also man war immer in Europa unterwegs. Und wir haben ein herrliches Beispiel, um das auch zu zeigen. Es gab eine Coburger Prinzessin, die war die Enkelin der Königin Victoria, Enkelin des Zaren und sie hat einen Sigmaringer Hohenzollern geheiratet von der Schwäbischen Alb und wurde an seiner Seite rumänische Königin Marie von Edinburgh und das ist ein typisches Beispiel und diese Beispiele zeigen wir auf, zeigen auch, wie
europäisch das Ganze ist. Und auch Rezepte sind quer durch Europa gewandert oder die Orange ist von Süden nach Norden gewandert über die Herrschaftskultur. Ein anderer konnte sich zuerst nicht leisten. Also all sowas wollen wir zeigen. Wir haben natürlich, und hier geht es um Zugang gestalten, deswegen will ich Ihnen das jetzt darlegen. Also hier sehen Sie noch ein paar Bilder auch, das Picknick in Sanssouci. Und das andere Bild daneben, dieses, das ist jetzt nicht so gut in der Auflösung, dieses barock wirkende, das hat sofort die Chinesen angezogen. Wir waren sofort da, die deutsche Tourismuszentrale in China hat sich daraufhin gemeldet und war ganz begeistert. Also es hat auch nach außen gewirkt. Zu diesen Veranstaltungen, gab es natürlich eine Strategie. Die Veranstaltungen waren die Basis. Wir sind auch in den Print gegangen, haben eine Postkarte gedruckt, haben Anzeigen geschaltet, aber Print war schwierig, weil das Projekt ja so spät zustande kam und also die deutschlandweiten Sachen, die Redaktionen schon sehr viel früher auch ihre Kampagnen starten, ihre Redaktionspläne. Wir haben dann gedacht, Social Media. Da erreichen wir auch eine jüngere Gruppe. Wir gehen stark in Social Media, wobei sich dann herausgestellt hat, ich müsste jetzt hier eigentlich Internet schreiben, denn es ist vor allem auch auf die Website gegangen. Das war ursprünglich gar nicht geplant, aber tatsächlich ist die, jetzt sehen Sie nochmal die Postkarten, die wir gemacht haben, jetzt hier, waren Anzeigenschaltungen, und hier nochmal, es ist die Website mit einem Online-Magazin oder Blog, Social, Schlossmagazin, ist eigentlich unsere Basis geworden. Von da aus haben wir auf Social Media geteilt, Twitter, Instagram, Facebook in dieser Folge. Das war auch etwas überraschend. Hier sehen Sie die Website, ich liebe zu tafeln am lustigen Ort, also für uns ist der lustige Ort natürlich das Schloss. Auf dieser Website wurden die Schlösser vorgestellt, es wurden die Veranstaltungen eingestellt und dann gab es eben auch dieses Schlossmagazin. Und hier haben wir die verschiedensten Themen entwickelt. Das ist ganz fantastisch für uns geworden. Wir wollten es erst eigentlich nur als aktuelle Meldungen und dann haben wir gemerkt, nein, wir können hier eigentlich ganz toll Themen bespielen, für die breite Öffentlichkeit vertiefen. Wir können eben sowas wie diese Royal Wedding, von der ich vorhin gesprochen habe, in Schloss Sigmaringen erzählen, auch einen Fund von, ich weiß nicht mehr wie viel, 800 Zentren Weinflaschen in einem Schloss in Sachsen nach dem Weltkrieg und in ganz viel Möglichkeiten über diesen Schloss zu erzählen, Geschichten zu erzählen, die das Kulturerbe betreffen. Von da aus haben wir die Geschichten eben dann weitergeteilt in Social Media. Bildmächtig, natürlich Instagram für Schlösser wäre eigentlich ideal, da haben wir aber festgestellt, wir haben ein Rechtsproblem mit den Bildern oft und viele Schlösserverwaltungen wussten ursprünglich gar nicht, wo kommen die Bilder her. Haben wir eigentlich die Rechte, um auf Social Media zu gehen? Da sind wir dann etwas zurückhaltender geworden, als wir ursprünglich geplant hatten. Facebook ist schwierig geworden seit diesen Algorithmusänderungen und seit der neuen Datenschutzgrundverordnung. Da merken wir, es geht sehr stark zurück. Twitter läuft wunderbar, da entsteht eine ganz tolle Vernetzung. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, den habe ich vorne nicht erwähnt, aber den benutzen wir eigentlich nur, um Videos hochzuladen, die wir dann wieder auf die Website und in Social Media spielen. Wir bewerben ihn eigentlich nicht. Wir haben auch insgesamt keine keine bezahlte Werbung geschaltet. Es funktioniert so sehr gut, wir haben wunderbare Reichweiten. Was wir gemacht haben, sind Social Media Aktionen und da besonders die Blogparade Schlossgenuss, die lief im Mai bis Juni, hat uns allerdings ein bisschen mit diesem DSGVO-Loch erwischt, weil viele plötzlich ihre Blogs abschalteten oder damit überhaupt mal erst zugange waren, wie bringen wir die rechtlich in die sichere Zone.
Da haben wir insgesamt 56 Beiträge bekommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden. Die haben einfach zum Thema Schlossgenuss erzählt, über Schlösser erzählt. Das waren Museen, die dabei waren, das Deutsche Historische Museum zum Beispiel. Es waren einzelne Schlösser, es waren Blogger ganz verschiedener Natur. Und wir haben dann unsererseits auch wieder bei den Blogparaden anderer mitgemacht. Zum Beispiel beim Deutschen Historischen Museum, da ging es dann, Traum vom Sächsischen Meer war ein Thema, Europa und das Meer, was haben Schlösser mit dem Meer zu tun bei uns. Vieles haben wir auch ins Englische immer übersetzen lassen an Blogbeiträgen, aber nicht alles. Wir haben eine Bloggerkonferenz, haben wir was mitgeschrieben über digitale Aktionen für Kinder und Salon Europa, und es ist ein wunderbares Netz entstanden. Wir machen auch noch einen EU-Wettbewerb für Schüler, da sind wir gerade dabei, das werde ich Ihnen noch bringen. Hier die Reichweite nur von Twitter auf Schlossgenuss. Auf dieser Blogparade, wir hatten 200 Tweets mit dem Tag Schlossgenuss, 2200 wäre ein bisschen wenig, die kamen, und fast 5 Millionen Impressionen, wobei Impressionen immer relativ ist, also wer hat es wirklich gesehen. Und es entstand ein Beziehungsnetzwerk, das sich bis heute gut erhält. Das sieht man hier sehr schön. Preußische Schlösser haben viel mitgemacht. Wir haben hier Tanja Braske in der Mitte, die hat uns geholfen. Das ist eine Bloggerin aus München, die ist mit eingestiegen, aber auch nach Holland sehr gute Vernetzung zur Europeana bekommen. Also wir tauschen uns bis heute immer ganz toll aus. Also ist wunderbar. Es ist wirklich ein Netzwerk entstanden. Dann die nächste Aktion, die verläuft nicht ganz so, wie wir es uns vorstellen, das muss man auch zugeben. Wir lernen aber, und so, zwar wenn man mit Schulen zu tun hat, lernt man. Wir haben einen Videowettbewerb für Schulen gestartet, in dem Schüler Videos machen sollten, die bekommen auch Preise. Was ist euer Schlossgenuss? Zeigt uns den, macht kurz Videos oder baut ein Video mit ein Schloss mit Lego, euer Lieblingsschloss, oder auf Minecraft. Wir haben alle Altersstufen einbezogen in diese Kampagne und müssen leider sagen, dass herzlich wenig Schulen mitmachen. Wir haben gelernt, wir müssen viel früher kommen, und man muss in dem Fall sämtliche deutsche Lehrpläne kennen für alle Klassenstufen und genau wissen, wo man es einpassen muss. Aber wir haben eins geschafft, wir haben trotzdem sehr, sehr viel Interesse auf unsere Website und auf unser Projekt gelenkt, denn die Lehrer haben sich es natürlich angeschaut, und nicht nur die Lehrer, sicher auch die Eltern. Also das, von daher hat es wieder funktioniert. Nur eben die Schulen, die fehlen ein bisschen, wobei wir haben noch ein paar Tage, vielleicht klappt es ja noch. Wir haben dann unsere Mitglieder natürlich auch gebrieft. Wir haben uns zusammengesetzt in Workshops. Herr Bernhard war, glaube ich, jedes Mal dabei, oder Herr Rauhut am Anfang, genau. Auch indem wir gesagt haben, was können wir, was wollen wir machen am Anfang, und dann auch einen Workshop gemacht haben, indem wir uns für Social Media fit gemacht haben, denn viele Schlösser haben das tatsächlich noch gar nicht so sehr drauf, vor allem die kleineren, aber auch große, die fangen überhaupt erst an. Also da gab es ganz vieles, was gekommen ist, und es gibt einen dritten Workshop demnächst, in dem wir uns zusammensetzen wollen, was war gut, was war schlecht, was wollen wir weitermachen. Ganz deutlich wurde, dass diese adlige Kultur eben eine europäische Kultur war. Dann auch, dass die entsprechenden Veranstaltungen eben einen großen Raum eingenommen haben, aber dass dieses Ausweiten ins Digitale eben ganz wichtig war, um nochmal wirklich Aufmerksamkeit zu erzielen und Leuten Zugang zu verschaffen, die vielleicht jetzt nicht ins nächste Schloss fahren können, denn das gibt es ja auch durchaus mehr als genug, und das ist ganz bestimmt gelungen. Der Blog ist, wie gesagt, das wichtigste Medium für uns geworden. Da denkt man auch dran, wie können wir das weitermachen. Wir haben Social Media gespeist, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen,
auch das ist gelungen. Ich werde jetzt immer wieder angesprochen, die sagen, wir wussten ja gar nicht, dass es euch gibt, dass es so viele Schlösser gibt. Klar, man kennt die wichtigsten. Ihr seid richtig sichtbar geworden. Also das ist schon eine wirklich interessante Entwicklung gewesen. Wir haben die Mitglieder selber untereinander stark vernetzt. Die haben vorher eigentlich nicht gewusst, wer ist noch von uns auf Twitter unterwegs, auf Facebook unterwegs oder Instagram. Die fangen jetzt an, sich zu liken und zu teilen und nicht mehr so dieses Kirchturmdenken zu entwickeln. Wenn ich jetzt aber sage, das Schloss ist auch toll, dann kommen die nicht zu uns. Nein, sie haben gemerkt, es ist eine Win-Win-Situation. Wir können hier wirklich zusammen auch ganz viel erreichen, auch über die Landesgrenzen hinweg, wobei man sagen muss, wir sind noch stark in Deutschland verortet. Also das war trotz der Bemühungen, es auch auf Englisch, also Instagram ist immer Deutsch-Englisch, das hat ganz gut funktioniert. Ja, was ganz wichtig ist, das haben wir gelernt, sind solche Aktionen wie diese Blogparade, gerade zum Vernetzen. Also das kann ich nur weitergeben und empfehlen, hier aus der Praxis heraus sowas zu starten oder auch für Instagram. Aber Blogparaden sind wirklich fantastisch. Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, wie es weitergeht, falls diese Frage kommt. Wir setzen uns zusammen, wir überlegen, der Verein selber hat die Mittel nicht, aber wir denken so in Richtung, so was einzelne Mitglieder jetzt schon, dass man vielleicht doch so eine Art Plattform für Schlösser entwickeln könnte, Online-Plattform, wie auch immer. Aber das müssen wir zeigen. Aber ich will es doch nochmal sagen, dieses Projekt Sharing Heritage ist etwas ganz Wunderbares. Ich habe auch viel gelernt über Big Beautiful Buildings, nicht nur Schlösser, sondern andere und Glocken und ich weiß nicht was noch alles. Und wir würden uns alle wünschen, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Vielen Dank.